Sagen Sie jetzt mal bitte ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die anarchistische Gruppe Neukölln, kurz AGN, und die anarcho-syndikalistische Jugend, kurz ASJ, Berlin, organisierten im Juli eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Ihr hört nun zunächst die Ankündigung der dritten und letzten Veranstaltung über Arbeit in der Philosophie, die am 25. Juli in der Friedel 54 stattfand, und anschließend den etwa eineinhalbstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Arbeit in der Philosophie, Erfassung eines gesellschaftlichen Problems und utopische Ausblicke. Arbeit macht das Leben süß. Wohlklingende Worte zu diesem Thema kennen wir alle. Die Erwartungshaltung, anständige Berufe zu erlernen, wird uns schon von klein auf antrainiert und fast alle von uns haben sie tief verinnerlicht. Die Ethik der Arbeit. Doch es wird immer schwieriger, eine Stelle zu bekommen, von der wir auch tatsächlich leben können und die uns unsere Existenz auf Dauer sichert. Warum ist es so selbstverständlich, dass unsere Arbeit, unsere erbrachte Leistung bewertet werden muss? Immer mehr Menschen auf dem gesamten Planeten sind arbeitslos und die in der Arbeitsgesellschaft produzierten Gegenstände werden uns jeden Tag in Kaufhäusern und durch Werbung um die Ohren gehauen. Warum ist das so? Wie bekam die Arbeit diesen Stellenwert in der Gesellschaft? Und was sind die Konsequenzen daraus? Was für Auswirkungen hat diese Gesellschaft, in der so viel mit so wenig Arbeitskraft produziert wird, auf unser Selbstverständnis? Und ist es nicht eigentlich eine tolle Entwicklung, dass immer weniger Arbeitende benötigt werden? Wie könnten Ansätze und Utopien aussehen, aus diesem Dilemma wieder herauszukommen, hin zu einer Gesellschaft, in der man ruhigen Gewissens den größten Teil seiner Lebenszeit mit Freizeit, Bildung und Genuss verbringen kann? Noch ein paar Sachen im Vorfeld. Also, ihr werdet immer wieder irgendwelche Köpfe sehen von sogenannten Denkern. Philosophen, Soziologen, wie auch immer. Da geht es ja auch irgendwie gar nicht darum, dass sie besonders viel klüger waren als andere Leute zu ihrer Zeit oder um irgendeinen Personenkult oder wie auch immer, sondern meiner Meinung nach, das sage ich immer am Anfang, sind sogenannte Denker immer auch so ein Symptom von einer Gesellschaft, von einem Zeitgeist, von einer Stimmung. Die haben meiner Meinung nach nichts gesagt, was nicht sowieso schon irgendwie zu dem Zeitpunkt in der Grundstimmung der Gesellschaft vertreten war, sondern haben das halt irgendwie begründet. Meiner Meinung nach funktioniert das so ähnlich auch wie beim Menschen allgemein. Wir haben keine Meinungen aufgrund von Argumenten, meiner Meinung nach, sondern wir bilden uns unsere Argumente aufgrund von Meinungen, um die im Nachhinein zu bestätigen und zu rechtfertigen. Und wer das besser und wer das schneller macht, ist dann halt rhetorisch besonders gut. Ja, eine philosophische Perspektive ist vielleicht bei linken Vorträgen so ein bisschen ungewöhnlich. Meistens ist es eher, ohne jetzt hier einen größeren Unterschied aufzumachen, als er ist, aber meistens sind wir doch eher soziologische Vorträge gewohnt, also so größere Gedanken, Gebilde, zu abstrakt sind wir dann eher doch nicht gewohnt. Das heißt, ich versuche so plastisch wie möglich zu gestalten. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, auch während des Vortrages, wenn möglich. Während des Vortrages Verständnisfragen, am besten immer so am Ende einer Folie. Das ist dann immer ein guter Punkt, weil dann so ein Gedankengang abgeschlossen ist normalerweise. Also wenn ich klicke und wechsle. Inhaltliche Fragen, Diskussionen und so weiter und so fort, dann lieber am Schluss. Weil sonst sprengt das die Sache. Noch eine Sache, es geht ja um eine sogenannte Philosophie des Abendlandes. Arbeitsethiken haben sich auch an anderen Orten dieser Welt entwickelt. Allerdings ist es die europäische Arbeitsethik, die sich exportiert hat und die verbreitet wurde. Andere Länder haben das dann ganz gut adaptieren können oder andere Regionen. Also gerade die halt eine Arbeitsethik hatten, schon entwickelt hatten, waren dann so ein bisschen mehr auf der Gewinnerseite des Kapitalismus, wie zum Beispiel Japan oder so.
aber eigentlich hat sich der Europäische exportiert und vor allem der Hauptgrund ist einfach, warum das jetzt die Fokussierung ist, ist einfach, das war Thema meiner Magisterarbeit. Ich sage nicht, dass das wichtiger oder zentraler ist als die osteuropäische ostasiatische Arbeitsethik, sondern ja, das wäre einfach ein anderes eigenes Thema und Konfuzius zum Beispiel hat sehr viel ähnliche Sachen geschrieben, wie beispielsweise in Karl Marx, nur halt deutlich früher. Also das wäre aber ein eigenes Thema und ist aber nicht Thema heute. Gut, dann die Strukturierung sieht folgendermaßen aus, wenn er mich denn lässt. Genau, also ich werde ein bisschen erstmal mit der Entwicklung anfangen. Ein paar Sachen, die ihr schon kennen werdet von dem ersten Vortrag vor allen Dingen. Ich werde eröffnen, wie der Arbeitsbegriff in der Antike aussah und auch so ein bisschen im Mittelalter. Ich werde auf den Wandel ein bisschen eingehen und die Punkte, die ich da halt als zentral rausgedeutet habe, ganz grob anreißen. Das war, also gerade Punkt 2 war und 3 war ein eigener Vortrag vor 2 Wochen auch hier. Dann werde ich so ein bisschen auf die Debatten eingehen. Da geht es dann auch so ein bisschen mit Marx und so weiter und so fort. Das war der Vortrag letzte Woche in der Lunte. Und die Punkte 5 und 6 sind so heute der Fokus. Die habe ich die anderen Male nur angerissen. Also da geht es ganz viel um Entfremdungsbegriffe, um modernere Philosophie des 20. Jahrhunderts, weitere Gedanken. Trotzdem ist mir wichtig, dass man die Entwicklung so ein bisschen nachvollziehbar umreißt und halt auch aktuell, was so die Folgen dessen sind, das ist die letzten Jahre auch so ein bisschen untergegangen. Das ist dann so ein soziologischer Block. Und natürlich, weil das alles fürchterlich frustrierend und fürchterlich traurig macht und frustrierend ist, die utopischen Ausblicke, wie wir dann aus dieser ganzen Misere wieder rauskommen können. Aber zuerst stelle ich euch mal alle eine Frage, die anderen werden es schon kennen. Ich stelle erstmal eine Frage an euch, eröffne damit, was ist das überhaupt Arbeit? Ich bitte euch, ich übergebe euch das Wort. Wir können gerne lange so sitzen bleiben. Es ist ja schon fast 10, der Vortrag ist ja sowieso schon zu Ende. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Nee, gut. Aber was ist denn das? Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Eine Tätigkeit, der man nachgibt, um Geld zu verdienen, meistens. Die aber keinen Spaß macht. Das habe ich nicht gesagt. Okay, ich versuche das nur zusammenzubringen. Geld steht da gar nicht so gut. Es ist eine Tätigkeit, der man regelmäßig nachgibt. Also auf Toilette gehen? Essen? Kann man ja vielleicht ausnehmen. Ja? Ich würde sagen, so alle Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, dass Mensch der Umwelt, wie auch immer dieser Umweltbegriff definiert ist, bestimmte Güter abbringt. Materielle, wie immaterielle. Also Arbeit und Produktion ist immer dasselbe. Naja, jeder Produktionsprozess würde in diesem Arbeitsbegriff mit reinfallen. Also kann man arbeiten, ohne zu produzieren? Bitte? Kann man arbeiten, ohne zu produzieren? Naja, man produziert halt, denke ich mal, immaterielle Werte oder immaterielle Güter, die halt einfach ohne Wert sind. Wenn du jetzt im Büro rumsitzt und... Aber wenn sie ohne Wert sind, warum wird man dann dafür bezahlt? Bitte? Wenn sie ohne Wert sind, warum wird man dann dafür bezahlt? Ja, ich meine jetzt nicht den Wert... So ein offener Wertbegriff. Also, es ist ein bisschen fies, weil wer sich zu Wort meldet, das ist relativ einfach mit Versuchen von Arbeitsdefinitionen, die Leute so ein bisschen, das habe ich gerade gemerkt, so eine Sackgasse zu drängen. Das wird mir genauso gehen, wenn ich versuchen würde, mir selbst eine Definition zu geben, weil, und ich dasselbe Spiel mit mir selbst führen würde. Arbeit ist nämlich unheimlich schwer zu fassen und ist ein unglaublich
gesellschaftlich definierter Begriff. Ihr merkt schon, die letzte Mal da waren, haben sich gar nicht gemeldet. Ne? Die wissen warum. Also es ist außerhalb von Zeit und Raum eigentlich gar nicht zu verstehen. Wenn beispielsweise Leute vom Mars hierher gebeamt werden würden und wir würden denen erklären, was Arbeit ist, die würden es nicht kapieren. Man braucht ganz spezielle gesellschaftliche Gegebenheiten, die man kennen muss, um Arbeit zu verstehen. Also ich meine, Arbeit ist eine Tätigkeit, aber halt auch nicht jede Tätigkeit. Oder wir definieren Sachen wieder als Arbeit, auch wenn sie nicht Lohnarbeit sind, aber erst dann, wenn sie unangenehm werden. Aber bei Lohnarbeit, ja, das ist auch schwer, also zum Beispiel Reproduktion, Fortpflanzung, das sind vielleicht sogar die heftigsten und anstrengendsten Tätigkeiten, aber die werden in der Regel erstmal nicht bezahlt. Wir haben eine relativ eingeschränkte Vorstellung davon, welche Tätigkeiten bezahlt werden und welche nicht. Und das ist, da muss man ein Verständnis von Markt haben, muss man ein Verständnis von der historischen Entwicklung des Arbeitsbegriffs haben oder dass es zumindest irgendwie aufnehmen. Es ist also relativ abstrakt und schwer zu fassen. Ne? Und also wir haben einen sehr spezialisierten Arbeitsbegriff, der sich immer wieder gewandelt hat und der sich auch weiterhin wandeln wird. Und dann gibt's auch noch kann man noch unterscheiden zwischen Arbeit und Hobby, vielleicht auch zwischen Arbeiten und Herstellen, Arbeiten und Handeln. Es ist alles nicht ganz so einfach. Fangen wir mit der Antike an, gehen wir mal kurz auf den Aristoteles ein, der hat ja zwei hübsche Zitate. Und zwar, nun ist aber das ganze Leben geteilt in Arbeit und Muße und in Krieg und Frieden. Man wählt mithin den Krieg um des Friedens willen, die Arbeit der Muße wegen. Und die Glückseligkeit scheint in der Muße zu bestehen. Wir opfern unsere Muße durch Arbeit, um Muße zu haben. Also man merkt hier so einen Gegensatz, Muße und Arbeit, und Muße ist das Schöne und Arbeit halt nicht. Und okay, ich meine, das war eine Sklavengesellschaft, muss man auch klar sagen, gearbeitet haben andere. Und Aristoteles war kein Sklave, wird vielleicht sogar welche gehabt haben. Dennoch, so man merkt, Arbeit ist ein notwendiges Übel und noch nicht irgendwie Sinn des Lebens oder höherer Zweck, wie es dann später wurde. Auch im Mittelalter noch. War Arbeit ein notwendiges Übel, wurde als Folge der Erbsünde gesehen. Wir wurden dafür bestraft, für die Frucht der Erkenntnis, dass wir davon aßen und deshalb mussten wir plötzlich arbeiten, das mussten wir im Paradies ja noch nicht. Und das war relativ weit verbreitet und es gibt einige Bibelzitate auch, die sich so lesen lassen. Seht die Lilien auf dem Feld und die Vögel, sie arbeiten nicht und trotzdem sorgt der Herr für sie, Bergpredigt. So Sachen wurden durchaus als arbeitskritische Elemente gedeutet. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hatte, nicht zu arbeiten und trotzdem Essen auf dem Tisch zu haben, dann hat man es nicht getan. Und es gab relativ viele Feiertage in katholischen Gesellschaften, das merken wir auch heute noch, Nord-Süd-Konflikt. In Feiertagen, also ich komme aus Baden-Württemberg, da gibt es deutlich mehr Feiertage als hier. In Bayern gibt es, glaube ich, sogar noch mehr. Und also es ist schon ein Unterschied da zu erkennen. Oder auch diese berühmte Passage mit die Letzten mögen die Ersten sein und so, geht auch in die Richtung. Ja, und das hat sich dann gewandelt und ich kam dann im Wesentlichen auf drei Punkte, und zwar in der Neuzeit und Industrialisierung, die, wie gesagt, es war ein eigener Vortrag, da wurde es genau detailliert ausgeführt. Ich will einfach die drei Grundaspekte, die ich rausgedeutet habe, die mit Sicherheit nicht die einzigen sind, vielleicht auch gar nicht die stärksten, sondern einfach nur die mir aufgefallen sind, die habe ich hier ausgearbeitet. Das eine ist für mich das Prinzip des Eigentums, dann die Ausbreitung des Protestantismus in Europa und dann die Familie als normale Form des Zusammenlebens zu diesem Zeitpunkt. Beim Eigentum ist es so, da haben im Wesentlichen, da komme ich gleich nochmal drauf
eine, also da klicke ich schon mal vor, genau. Also, Arbeit und Eigentum. Locke, das ist der auf der linken Seite, der war da so einer der Vorreiter, der hat Arbeit über Eigentum auch definiert und quasi mit eingeführt. Also der meinte, ein Mensch, der ein Stück Land bearbeitet, soll ein Anrecht darauf haben, dass nur er die Früchte dessen genießen dürfte, der Arbeit. Und kam auch darauf, also seiner Meinung nach war ein Land im Privatbesitz besser bestellt und dadurch als eines, das irgendwie niemandem richtig gehörte, was für ihn gleichbedeutend war mit allem. Der hat da jetzt also keine gesellschaftlichen Umstände eingebaut, sondern für ihn war es einfach klar, guck, das sieht man, das gehört jemandem, also für das ist verantwortlich. Und dadurch hat er halt irgendwie das Recht auf Eigentum gedeutet. Solches Beispiel, für ihn war das Eigentum an der eigenen Person und so hat wurde es also schrittweise eingeführt. Das ist auch die Sklavenherrschaft, die es ja auch bis in die Neuzeit herein gab, auch in Europa, das vergisst man immer wieder. Die war da immer mehr so am Bröckeln, das musste dann irgendwie auch neu definiert werden. So, da kam halt so dieses Eigentumsprinzip auf. Bei Hegel, der hat es noch ein bisschen stärker auf den Punkt gebracht, das ist der in der Mitte, der meinte, dass moderne Arbeit zusammen mit dem Eigentum in einer Tauschbeziehung entsteht. Und wer Eigentum hat, lässt andere für sich arbeiten. Und wer nichts hat, muss arbeiten. Eigentum ist durch Recht geschützt. Das ist jetzt was, das hört sich super abstrakt an. Das ist was, was viele erstmal nicht verstehen. Also ist jedem der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz klar? Allen? Okay, gut. Genau, also Eigentum ist halt ein Rechtsprinzip und Besitz ist, ich habe was und das ist meins. Und Eigentum, das ist halt was, das musste erstmal erfunden werden. Ne? Du musst was, so klassisch ist es halt über Land oder Grund. Ich besiedle ein Haus zum Beispiel oder auf einem Stück Land, zahle aber Mieter an jemanden, dem das eigentlich gehört, der Eigentümer, dann bin ich aber trotzdem der Besitzer des Stück Landes in der klassischen Definition. Mittlerweile hat sich Besitzer und Eigentümer bei uns ein bisschen vermischt sprachlich, aber im Klassischen wäre ich der Besitzer und der andere wäre der Eigentümer. Und die moderne Arbeit, die wir heute haben, ist ohne das Eigentumsprinzip gar nicht zu verstehen, sage ich. Weil dadurch, dass man für jemand anderen arbeitet, dafür braucht man ein Eigentumsprinzip. Also zum Beispiel klassisch hat man zu Hause irgendwie was hergestellt und es hat einem quasi gehört, bis man es jemand anderem übertragen hat. Sei es Geschenk, Verkauf oder wie auch immer oder Erbe und so weiter und so fort. In der modernen Arbeitsgesellschaft geht man irgendwo hin, man verarbeitet was mit seinen Händen, was zu keinem Zeitpunkt der Verarbeitung einem selbst gehört. Das heißt, du brauchst, um für jemand anderen zu arbeiten und für jemand anderen was herzustellen, ein Eigentumsprinzip. Und dieses Prinzip müssen erstens die Leute verinnerlichen und kapieren und zweitens muss es irgendwie durchgesetzt werden. Das heißt, dadurch entsteht erst dieser ganze Apparat aus juristischem System, Polizei, das muss einfach alles irgendwie umgesetzt und durchgesetzt werden. Und dadurch, wie Hegel sagt, ist also der Eigentümer durch das Recht geschützt. Weil sonst, ich verarbeite was, ich stelle es her, ich kann es nehmen. So, die Arbeiter arbeiten, nicht der Eigentümer. Der ist vielleicht unter Umständen bei vielen Produktionsprozessen vielleicht gar nicht notwendig, nach Hegel. Ihr merkt, bei Hegel steckt schon ganz viel Marx, vielleicht auch schon fast der ganze Marx, nur hat er es viel knapper ausgedrückt und also das brachte ihn auch zu dem Fazit, wer hat dem Wert gegeben? So, das kapitalistische Prinzip, das wir heute nur allzu gut kennen. Und er sah halt auch das Dilemma, je mehr wir arbeiten, desto mehr sinkt der Wert der Arbeit. So, aber wenn wir weniger arbeiten, verlieren wir den Job.
Das mit dem Mehrarbeiten, der Wert der Arbeit sinkt, das ist so ein bisschen abstrakt noch, das wird später noch ein bisschen konkreter. Proudhon, das ist auf der rechten Seite, der war da relativ nah an Hegel, hat ähnlich argumentiert wie Locke, kam aber zu einem ähnlichen Fazit wie Hegel, und zwar auf den Punkt gebracht, Propriété et voleur, Eigentum ist Diebstahl. Protestantismus, es gibt auch andere Bibelzitate, das ist der zweite von links, das ist der Apostel Paulus, der meinte, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das steht also so ungefähr auch in der Bibel. Also es steht so in der Bibel, aber so ist halt die Frage im Kontext, es ist irgendwie das Zitat drehen und so weiter, und er wirft es Leuten vor, dass sie das predigen und sich nicht daran halten und so weiter und so fort. Trotzdem war das ausreichend für einige Leute, um das ernst zu nehmen. Und dann wurde im Protestantismus quasi der Begriff des Berufs, also von Berufung angeführt, eine Tätigkeit, der man sein Leben lang nachgeht, eine gottgegebene Tätigkeit, die ein Äquivalent dazu gibt es in katholisch geprägten Ländern nicht sprachlich. Also diese Unterscheidung zwischen irgendwie so Jobben, Arbeiten und Beruf oder Jobben und Calling im Englischen. Der Luther hat es halt so angeführt, Arbeit ist gottgefälliges Leben, aber für ihn war Anhäufen von Reichtum auf Erden noch gottloses Leben, und hat auch das kanonische Zinsverbot fortgesetzt und so. Also so ein handwerklicher und agrarischer Standpunkt. Richard Baxter, der zweite von rechts, der für den hat sich das dann so ein bisschen geändert. Bei dem war es dann schon so, arm sein wollen ist ja eigentlich wie krank sein wollen, das will ja eigentlich niemand. Reich sein, das ist schon in Ordnung, solange man es halt nicht genießt. Also reich sein, die Gefahr vom Reichsein ist, dass man Müßiggang plötzlich lebt. Wenn man fleißig weiterarbeitet, Arbeitsethik, wenn man fleißig weiterarbeitet, dann ist man auch gottgefällig, dann ist es gut. Und bei Körner hat sich das dann so ein bisschen geändert, also der ganz rechts. Wenn das Volk arm ist, dann ist es gottgehorsam, außerdem dient dem Ansehen der Kirche, wenn es Reichtum anhäuft, und plötzlich war auch Gewinnstreben mit der Religion vereinbar. Und so haben wir halt eine stetige Entwicklung. Ja, und der dritte Aspekt, den ich halt gedeutet habe, hier ist ein wunderhübsches Agenturbild. Arbeit und Familie, das ist natürlich keine Familie, sondern vier Models, aber Arbeit ist klassisch in diesem Schema Männerarbeit. Also der Mann geht raus in den öffentlichen Raum, und das, was der tut, um irgendwie Unterhalt zu kriegen, ist Arbeit, aber der braucht halt Leute, die ihm irgendwie den Rücken frei halten, und klassisch halt erstmal die Frau, aber auch nicht nur die Frau, sondern vielleicht auch Kinder und Großeltern. Und wir haben heute noch relativ genau diese Arbeitsdefinition von dem, was der Mann damals gemacht hat. Also Kindererziehung, die psychologische Betreuung, wenn er gemobbt wurde, wenn die Arbeit scheiße war, Haushalt, Kochen und so weiter, das ist alles eigentlich erstmal nicht bezahlt, oder wenn doch, wird so schrittweise eingeführt, man kann es auch machen, aber es ist immer noch deutlich schlechter bezahlt als die anderen Sachen, aber es ist nicht deutlich einfacher oder weniger wert. Oder ja, und ein anderer Punkt ist, Sachen, die nicht unbedingt nur die Frau gemacht hat, sondern die Familie allgemein, gerade bei einer Großfamilie, so Sachen wie Altersvorsorge und Pflege, wo dann halt auch die Kinder Verpflichtung für hatten, das waren dann Sachen, die dann schrittweise dann auch heute immer mehr der Staat übernimmt. Und ja, um halt diese Arbeitsgesellschaft auch so ein bisschen am Laufen zu haben, auch wenn die man vielleicht nicht mehr in der Familie lebt. Und es ist auch heute noch einfacher, so eine 40-Stunden-Woche zu durchstehen, wenn man in einer klassischen Familie lebt. Also es ist verhältnismäßig anstrengend, wenn du irgendwie 40-Stunden-Tag wurdest gemobbt, kommst irgendwie heim, musst noch die Kinder von der Kindertagesstätte abholen, gehst heim, musst erstmal kochen, sauber machen, dann musst du die Kinder ins Bett bringen, vielleicht noch irgendwann dazwischen zum Psychologen gehen, weil du ja, wie gesagt, irgendwie gemobbt wurdest und so weiter und so fort. Es ist relativ schwierig und anstrengend.
Also dieser Normarbeitsbegriff ist erstens auf eine Familie ausgelegt und wahrscheinlich ohne Familie in dieser Form auch nicht zu verstehen. Dann, das hier ist ein sogenannter Frühsozialist, Claude Henri de Saint-Simon, und meiner Meinung, deshalb haben wir schon das CDU-Plakat nebendran, vertritt er ungefähr das, was wie heute eine Gesellschaft aussehen soll. Den fanden Marx und Engels eigentlich ganz cool. Der hat da gemeint, die Müßiggänger sollen daran gehindert werden, die Ruhe der Arbeitenden zu stören. Da geht es ja um alle. Eine Gesellschaft soll sich wegentwickeln von der Feudalgesellschaft hin zu einer Ordnung, dass alle Menschen von überragender Begabung den ersten gesellschaftlichen Rang bekleiden, welche Stellung auch immer sie durch den Zufall der Geburt haben mögen. Also das heißt, in die Schule soll das ungefähr so einordnen, dass man erkennt, wer handwerkliche Arbeit machen soll und wer geistige Arbeit machen soll, und die mit der geistigen Arbeit, das sollen dann halt die Industriellen dann werden oder Manager, wenn wir heute sagen, und die geistigen und die handwerklichen dann halt Arbeiter und so. Und für ihn ist das aber dieselbe Klasse. Der hat da keine Klassenunterschiede drin gesehen. Und tatsächlich, also ideal, so wie wir es in der Schule lernen und wie sich die Gesellschaft selbst definiert, ist es so. Natürlich ist es praktisch nicht so. Die Leute, die irgendwie Kinder von Hartz-IV-Empfängern wären es eher auch selbst, und Kinder von Akademikern wären auch eher Akademiker. Aber trotzdem so, unser Schulsystem ist zum Beispiel darauf ausgerichtet. Also in Hauptschule für die handwerklichen Real, so für irgendwelche Ausbildungen, Zwischenbereich, und Gymnasium für die Leute, die dann studieren. So. Genau. Die beiden hier, Marx und Engels, das war ein anderer Vortrag letzte Woche, sehr ausführlich. Ich werde das hier auch noch ein bisschen anreißen, weil ich halt einfach glaube, dass ohne die zwei Sachen, also den historischen Block und jetzt ist in Marx Engels Blog, die späteren Sachen schwer zu verstehen sind. Genau, also vor allem haben die sich mit Entfremdung auseinandergesetzt. Also von denen kommt halt, durch Arbeit entfremdet sich der Mensch, also erstmal das Produkt entfremdet sich in uns, und das, also es gibt eine Entfremdung des Produktes und der Tätigkeit durch die arbeitsteilige kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, ui, da ist noch Heuschrecke auf meiner Cola. Da bin ich gerade schon. Entschuldigung. Du lenkst mich ab. Okay, und genau. Das Produkt entfremdet sich immer mehr von uns. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant. Also die Entfremdung der Tätigkeit ist bekannt durch Arbeitsteilung. Wir machen nur noch kleine Schritte. Wir haben nicht mehr ganz den gesamten Prozess irgendwie vor Augen. Wir stellen nichts mehr ganz her, sondern machen nur noch irgendwelche Schrauben und so weiter und so fort. Das macht unsere Arbeit auch irgendwie austauschbar. Und die Entfremdung des Produktes ist eher ein ökonomischer Punkt. Das bedeutet, das ist nämlich genau das, was Hegel gemeint hatte, je mehr wir arbeiten, desto mehr sinkt es den Wert unserer Arbeit, weil wir, wenn wir arbeiten, das hat Marx gesagt, wird der Unternehmer immer, immer reicher, und das heißt, gesellschaftlich gesehen werden die Arbeiter immer, immer ärmer, das heißt, sie können sich die Produkte, die sie selbst herstellen, immer weniger leisten, und die werden dadurch eher so mystisch überhöht und immer, immer ferner. Ja, dann auch eine andere große These ist, durch die Entwicklung der Produktivkräfte werden immer weniger Leute benötigt, um immer mehr Produkte herzustellen. Das heißt, immer mehr Leute werden arbeitslos. Können wir auch überprüfen, ob das stimmt. Im Wesentlichen hat es dann aber zur Folge, dass immer mehr Leute sich die Produkte auch nicht mehr leisten können. Immer mehr Leute werden überflüssig. Ja, auch noch erwähnenswert ist der Fetischcharakter der Ware, dadurch, dass halt Waren auf dem Markt irgendwie einander gegenübertreten, die erstmal voneinander getrennt hergestellt wurden, entwickelt sich dadurch nach Marx so ein Fetischcharakter, weil der über den Gebrauchswert hinausgeht. Also irgendwie ein Nike-T-Shirt
wir zahlen mehr dafür, dass da Nike draufsteht oder dass es irgend so einen Modeaspekt hat, als einfach nur für den Gebrauchswert. Das ist nicht einfach nur ein Ding, das uns irgendwie warm hält, sondern da hängt mehr mit dran. Oder ein Apple-Computer oder so, da geht es um Statussymbol, da geht es um Marken, das ist für uns so trivial, wir haben das alle mittlerweile so gefressen. Aber das ist für ihn ein Fetischcharakter der Ware. Engels hier, der hat eine Anthropologie der Arbeit entworfen, und zwar der Aufsatzanteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Für ihn hat sich der Mensch also erst durch Arbeit entwickelt. Das, wie gesagt, das ist ein anderer Vortrag, aber der hat für seine Verhältnisse, ich halte ihn für einen sehr, sehr penibel arbeitenden Wissenschaftler, für seine Verhältnisse ist die Argumentationskette richtig mies. Also er hat es ist vielleicht eine spannende These, aber die Begründung, ist bei seinen Verhältnissen jetzt nicht so super genau. Aber man muss auch fairerweise sagen, der Aufsatz wurde nicht zu Ende geschrieben, wir wissen nicht warum. Das war also nie zur Veröffentlichung gedacht. Vielleicht ist es falsch, dass wir jetzt drüber diskutieren und es wäre nicht in seinem Sinne gewesen. Aber der Aufsatz hatte halt Einfluss auf viele, viele Menschen, auch politische Menschen. Ich sehe es halt als Versuch, irgendwie die protestantische Arbeitsethik auf eine evolutionäre Grundlage zu stellen, auf eine naturwissenschaftliche und nicht religiöse Grundlage. Und sage daher also, und da kommen wir zum nächsten Punkt, der da auf der rechten Seite, Max Weber, das hat der nämlich ein paar Jahre später gesagt, dass halt dann Versuch stattfindet, die protestantische Arbeitsethik zu übernehmen und naturwissenschaftlich zu begründen. Also das heißt, diese religiöse Ethik, der religiöse Arbeitsbegriff hatte einen Einfluss auf die Leute, auch wenn sie nicht, auch wenn sie vielleicht nicht religiös waren. Und das war in dieser Form auch ein bisschen eine Kritik an Marx. Also deren Thesen haben ganz viel für Diskussionen geführt. Deshalb habe ich jetzt auch noch den links von Lafargue und in der Mitte Piotr Alexandrowitsch Kropotkin noch angeführt, die halt, ich bringe jetzt hier keine konservative Kritik an denen, sondern durchaus auch linke. Also man konnte durchaus Teilen der Thesen zustimmen und trotzdem anderen widersprechen. Also zum Beispiel Lafargue, das war übrigens ein Schwiegersohn von Karl Marx, der hat nämlich das Recht auf Faulheit geschrieben und der hat sich da auch irgendwie in der Marx'schen Analyse eigentlich sehr geähnelt, aber für ihn war halt die Folge dessen, dass man Arbeit deshalb nicht aufwerten sollte, sondern Arbeit rar machen sollte und rationieren wie Wasser in einem Schiff in Not. Weniger arbeiten, das macht die Gesellschaft besser und auch die große Muße. Und Kropotkin, der hat sich auch ganz explizit mit den Frauen auch beschäftigt. Der hat gesagt, eine Gesellschaft ist, also es bringt nichts, nur die Arbeitenden zu befreien, wenn die Hälfte der Menschheit immer noch Herdsklaven sind. Also man muss einfach den Arbeitsbegriff erweitern, wenn man die Gesellschaft befreien will. Außerdem hat er auch schon den Ansatz angebracht, der später auch nochmal aufkommt, dass es nicht nur eine Misere des Kapitalismus ist, sondern vielleicht auch generell an der Arbeitsteilung liegen könnte. Kann man dann auch debattieren, wie weit das geht, inwieweit man da vielleicht ein primitivistische Sphären kommen kann, aber zumindest hat er das da schon mal relativ stark angedeutet. Noch eine Sache bei Lafargue, dem auf der linken Seite. Der hatte den Text erstmal auf Französisch geschrieben, der wurde dann ins Deutsche übersetzt und dem Sozialdemokraten abgedruckt und da hatten sie Angst, gerade sein Übersetzer hatte richtig Angst in Deutschland, mehr Arbeitsethik, also ich meine katholisches Frankreich, protestantisches
eher protestantisch geprägtes Deutschland. Da kam das so wieder auf und man hatte irgendwie Sorgen, dass die Leute das missverstehen, das Recht auf Frauenheit. Und die Reaktion war super überraschend, nämlich die haben es denen aus den Händen gerissen und wollten es nach wenigen Tagen schon in Broschürenform, weil die Auflage vergriffen war. Und das zeigt mir halt vor allem eins, so, oder ich erwähne noch die Zeit vom Juni letzten Jahres, 2014, da war auf der Titelseite, war eine Umfrage mit in Deutschland lebenden Menschen, ob sie zufrieden mit ihrer aktuellen Situation und glücklich wären mit ihrem Leben. Und die glücklichsten Leute in Deutschland, das waren nicht die Reichen, das waren die Leute, entweder Schüler rund um den Abschluss, also die kurz vorm Abitur stehen oder um ein Abitur rum, und Rentner oder Leute, die kurz vor der Rente stehen. Also das heißt, Leute, die die Aussicht darauf haben, längere Zeit nicht arbeiten zu müssen. Oder nicht mehr. Also auch, also es ist ja bei den meisten Leuten so, dass sie kurz vor dem Abitur irgendwie denken, okay, jetzt kommt erstmal ein süßes Leben, Studium ist nicht mehr ganz so streng, nicht mehr ganz so strikt, außerdem kann man ja auch noch reisen. Und bei der Rente ist es ja sowieso so. Zumindest bevor man dann zu alt wird. Und das sind die glücklichsten Menschen in Deutschland. Also wir merken immer, Ablehnung der Arbeit und die Lust auf Faulheit ist intuitiv und eine Arbeitsethik muss erfunden werden. Und die Philosophie hat daran ihren entscheidenden Anteil. Und auch in Deutschland, wo Lafargue dann doch überraschenderweise ganz schön gefeiert wurde. Interessant ist, also Marx und Engels, die haben sich ja als Ultramaterialisten gesehen, die haben ja gesagt, also nicht, dass das Bewusstsein das Sein bestimmen würde, deshalb hättest du vielleicht die Kritik von Max Weber auch geärgert, so wie kann so ein Gedankenkonstrukt wie der Protestantismus einen Einfluss auf uns haben, das geht doch gar nicht, sondern nur, dass das Sein, das Bewusstsein ausschließlich bestimmt, hundertprozentig, das war die These, die Marx und Engels vertreten haben. Das hat es halt auch darauf gebraucht, dass er dachte, man muss nur die materielle Welt genau untersuchen und dann kommt man auch darauf, die Gesellschaft hundertprozentig zu erforschen. Und demnach haben sie sich als die wissenschaftlichen Sozialisten gesehen. Alle anderen waren halt irgendwie utopisch oder kleinbürgerlich und das haben sie kritisiert. Für Marx und Engels war es noch so, dass für sie waren Kommunisten oder wissenschaftliche Kommunisten nicht die, die Kommunismus wollten, sondern die, die kapiert haben, dass die Gesellschaft sich zwangsläufig durch den historischen Materialismus zwangsläufig daraufhin entwickeln wird. Das heißt, rein theoretisch nach deren Definition kommt man Kommunist sein, ohne es zu wollen. Also das heißt, irgendein Unternehmer, der dann gesehen hat, dass es darauf hinausläuft, automatisch, der wäre nach seiner Definition das wahrscheinlich auch gewesen. Und es war einfach so, nach deren Definition war die Gesellschaft untersucht und richtig untersucht und dadurch war auch die Philosophie zu Ende. Aber tatsächlich hat die Philosophie danach geboomt. Es ging los mit Philosophie über Entfremdungsbegriffe und so weiter und so fort. Also Marx und Engels, die eigentlich glaubten, sie hätten die Gesellschaftswissenschaften und die Philosophie abgeschlossen, haben eigentlich beides in ganz, ganz großem Maße belebt. Und da fangen wir jetzt mit dem hier an, das ist Georg Simmel. Der hat sich ganz stark damit auseinandergesetzt. Also für ihn war zum Beispiel, also der hat Marx und Engels eine idealistische Sichtweise unterstellt. Nämlich für ihn war der Wunsch auf eine andere Gesellschaft im Vordergrund und auf Grundlage dieses Wunsches auf den Kommunismus habe sich dann erst die materielle, materialistische Theorie entwickelt. Der hat sich auch ganz viel damit auseinandergesetzt, dass es in städtischen, urbanen Landschaften, also es war so um 1905 rum, in der Philosophie des Geldes, war so ein Gewälzer,
hat er sich zum Beispiel damit beschäftigt, der Geldverdiener ist ein neuer Berufstypus, also Leute, deren Job eigentlich nur ist, Geld zu verdienen. Das sind Leute, die heute vielleicht BWL und Jura studieren und irgendwie überlegen, sich irgendwelche Geschäftsmodelle zu entwickeln, so wie man nur mit Abmahnbriefen oder so Geld machen kann oder mit irgendwelchen Verarschungen. Sie haben hier das und das gewonnen, sie müssen nur daran teilnehmen und das und das zahlen oder irgendwelche Abo-Fallen oder so. Oder irgendwelche Manager, die mal da und da und da eingestellt sind und eigentlich nur ungefähr wissen, wie so dieses die Geschäftsmodelle so funktionieren. Das ist das, was er halt nennt, Beruf Geldverdiener. Also plötzlich wird da gar nichts mehr irgendwie produziert, sondern es geht eigentlich nur darum, dass das Geld umverteilt wird. Oder auch Leute, die Börse arbeiten und irgendwelche Kapitalanlagen hantieren, Investmentbanker, wie auch immer. Da geht es nur darum, dass das Geld richtig umverteilt wird, dass im richtigen Moment irgendwie mit guten Tauschraten hier und da rumgetauscht wird oder das Geld angelegt wird und schneller abgestoßen wird als die anderen, bevor die Kurse sinken und so. Das ist eine Arbeit, das sind sogar wahrscheinlich die am besten bezahlten Jobs oder welche der am besten bezahlten Jobs, aber da wird überhaupt gar nichts produziert oder so. Da hat sich auch viel mit Entfremdung beschäftigt. Für ihn ist es so, bei Entfremdung gehen die materielle und die geistige Kultur, die gehen auseinander. Vor allem durch die Komplexität der Maschinen und Produkte. Und das entsteht bei ihm allerdings nicht durch Kapitalismus, sondern durch Arbeitsteilung. Also ähnlich auch wie bei Kropotkin. Also das ist ein Prozess, der schon seit Jahrhunderten stattfindet, dass wir uns immer mehr von der materiellen Welt entfernen. Da wird er immer weniger Bezug zu haben und die Sachen auch immer austauschbarer für uns werden, dass wir nicht mehr so verwachsen mit irgendwelchen Produkten, wie das vielleicht noch vor Jahrhunderten waren, dass man irgendwas sein Leben lang gehabt hat oder so. Für ihn ist es so, der hat einen Kulturbegriff, der hat einfach sagt, alles was hergestellt wird, ist Kultur. Das heißt irgendwie ein unbearbeiteter Marmorblock ist keine Kultur, aber eine Marmorstatue schon. Selbstverständlich gibt es beliebig viele Zwischenprodukte, aber die würden nichts an der Definition ändern, so wie die Dämmerung nichts an der Definition von Tag und Nacht ändert. So. Und genau dadurch, dass wir halt diese Massenwaren dann irgendwie herstellen und produzieren und die irgendwie austauschbar sind, werden wir auch zu Massenmenschen. Wir werden also austauschbar auch in unseren Handlungsweisen und Verhaltensweisen und diese Individualisierung, die wir halt jetzt in der modernen Industriegesellschaft haben, ist so ein bisschen Reflex daraus. Wir konsumieren uns dann halt irgendwie so unsere austauschbare Individualität zurecht. Also das ist so ein Reflex, also dadurch, dass wir eigentlich weniger individuell sind, machen wir uns individueller und stellen uns mehr dar. Und ich glaube, Berlin ist mit Sicherheit eine der Städte, in der das am leichtesten nachzuvollziehen ist, was der damit sagen möchte. Aber für ihn war es halt auch, dass Nutzen der Wirtschaft auch Nutzen für Menschen ist. Also wenn Unternehmen ihren Profit maximieren, dann haben auch alle Leute was davon. Also so ähnlich wie bei Claude Henri de Saint-Simon. Dann haben wir hier einen der bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Bertrand Russell. Der hat in den 50er Jahren das Lob des Müßiggangs geschrieben, also ungefähr 70 Jahre nach dem Recht auf Faulheit von Lafargue. Das hat ungefähr eine ähnliche Menge, ähnliche Quantität, auch so 20 Seiten ungefähr, und hat genau dieselben Thesen und genau dieselbe Forderung. 70 Jahre später, und das zeigt halt einfach, es hat sich nichts geändert. Die Konsequenzen daraus wurden immer noch nicht gezogen, also spricht sich auch er spricht sich für eine radikale Arbeitszeitverkürzung aus. Und so einen Aufsatz könnte man auch heute immer noch schreiben, ist immer noch genauso aktuell. 130 Jahre nach Lafargue. Und 60, 70 Jahre nach Russell. Es ist immer noch gleich. Hannah Arendt
Die ist ja in den letzten Jahren wieder so ein bisschen populärer und bekannter geworden. Für sie ist erstmal eine Gesellschaft die Form des Zusammenlebens, die durch eine bestimmte öffentliche Tätigkeit geprägt wird. Es ist also entscheidend und wichtig, welche Tätigkeit öffentlich ist. Und sie hat sich halt mit dem tätigen Leben auseinandergesetzt in ihrem Werk Vita Activa. Und da kommt sie auf eine Unterscheidung, also die Grundtätigkeiten des Menschen sind demnach das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Und wir leben halt jetzt in einer Arbeitsgesellschaft. Sie strebt eine Gesellschaft des Handelns an, das ist auch eine Gesellschaft der Kommunikation und wo die Leute politisch und bewusster sind. Und das geht aber in der Arbeitsgesellschaft verloren. Wir sind halt jetzt auch in der Arbeitsgesellschaft, das sagst du auch, der aber die Arbeit als Grundtätigkeit ausgeht und es sollte können eigentlich eine Möglichkeit sein, das Handeln wieder zu entdecken. Für sie ist es aber auch so, also das Herstellen und das Arbeiten sind für sie unterschiedliche Tätigkeiten. Das Herstellen hat aber die Form des Arbeitens angenommen in der Arbeitsgesellschaft. Würden wir in einer Gesellschaft leben, die dem Herstellen untergeordnet ist, nur der Produktivität, das ist im Grunde auch etwas, was wir sie zum Beispiel im Dritten Reich auch im Ansatz stärker vorhanden war. Also dann ist zum Beispiel, also wenn es der Produktion untergeordnet wird, dann kann man auch aus Menschenhaut Lampenschirme machen oder aus Menschen Seife. Dann kann man auch Leute foltern, um irgendwelche Ergebnisse zu kriegen. Also in einer Herstellgesellschaft ist halt immer das Produkt das Wichtigste, egal wie man darauf hinkommt. Und bei einer Arbeitsgesellschaft ist es halt die Tätigkeit. Für sie ist Arbeit, auch wie bei Marx übrigens, auch bei anderen Philosophen, bei Jaspers zum Beispiel auch, das war ja ein Lehrer von ihr, ist Arbeit ein Teil Stoffwechsels mit der Natur. Arbeit und Konsum sind Stoffwechsel der Natur. Das heißt, eine Arbeitsgesellschaft ist für sie immer auch eine Konsumgesellschaft. Das ist nicht voneinander zu trennen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, wir konsumieren halt alle, auch alle Freizeit und so weiter und so fort. Und in einer Arbeitsgesellschaft werden alle Tätigkeiten, die nicht Arbeit sind, werden zum Hobby. Das hat aber Marx auch schon so gesagt. Also genau, Kommunikation ist Selbstaktion und Handeln. Also Handeln ist auch an Sprache gekoppelt. Da hat sie sich beispielsweise auch relativ stark mit Adolf Eichmann beschäftigt, bei dem sie sagte, dem fehlt so die Kommunikationsfähigkeit, der kann nicht handeln, der kann nur gehorchen. Was für ihn so das der Typus des modernen Ultra-Bösen ist, wo sie sich ja dann auch mit der klassischen deutschen Moralphilosophie auch der gebrochen hat, unter anderem halt, also insbesondere mit Kant, also nicht mehr, dass es irgendwie darum geht, wir sind irgendwie emotional und unsere Rationalität soll uns im Zaun halten und das ist gutes Handeln, sondern für sie ist es halt, wer halt nur Gehorsch und Regeln befolgt, kann durchaus richtig blöd und scheiße handeln. Eine Arbeitsgesellschaft ist demnach eine Gesellschaft weltloser Wesen. Also Animal Laborans, das arbeitende Tier, ist halt weltloses Wesen und nicht Herr des eigenen Körpers. Der Homo Faber, also der Herstellende, ist es noch. Interessant ist für sie, die Arbeiterbewegung ist was historisch Einmaliges, weil sie meinte, vorher in der Gesellschaft wäre das Handeln noch wichtiger gewesen und da wäre das Arbeiten hätte auf das Handeln getroffen. Das ist alles ein bisschen abstrakt, ne? Aber das ist was wir vielleicht so noch nicht gewohnt sind und vielleicht trotzdem auch dienen kann, eine Gesellschaft, also ein Arbeitsmodell, mit dem man sich vielleicht auch eine Gesellschaft erklären kann, so ähnlich wie eine Kapitalismuskritik von Marx, an die wir uns halt einfach stärker gewohnt haben.
Beantwortet halt vieles, beantwortet halt nicht alles, wie es halt so bei allen Gedanken, Konstruktionen und Arbeitshypothesen halt so ist. Genau, die Arbeiterbewegung, da drauf hat das Arbeiten auf das Handeln. Das Arbeiten schafft ihrer Meinung nach schon erstmal soziale Ideale. Das bedeutet, also man geht kollektiv irgendwo arbeiten, man wird kollektiv irgendwie ausgebeutet. Das schafft schon irgendwie gewisse Ideale, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Leute dann auch dafür kämpfen. Zu dem Zeitpunkt wäre es aber so gewesen, weil halt irgendwie das Handeln noch irgendwie tendenziell auch noch da war als wichtiger Aspekt, kommunikativer Aspekt des Handelns, geht aber in der Arbeitsgesellschaft verloren und dadurch ist es normal und klar, dass die Arbeiterbewegung in einer Arbeitsgesellschaft halt auch abnimmt. Und deshalb war es für sie historisch einmalig. Es hätte auch vorher schon Klassen gegeben, die ja auf Arbeit aufgebaut waren, wie zum Beispiel die Sklavenklasse. Das war auch eine arbeitende Klasse. Aber die Sklavenaufstände wären historisch nie so gesellschaftsverändernd gewesen und einflussreich wie die Arbeiterbewegung, was sie mit dem eben erwähnten erklärt. Ähnlich, das war der hier, Günther Stern, beziehungsweise nannte sich später Günther Anders, weil eine Zeitung, für die er schrieb, die Hälfte der Artikel waren von ihm und dann hieß es, er solle sich anders nennen und dann hat er sich halt Günther Anders genannt. Er war übrigens mit Hannah Arendt verheiratet anfangs, also die sind ein bisschen nah aneinander. Er setzt sich viel mit entfremdeter Gesellschaft und auch mit Konsumgesellschaft auseinander. Der hat auch sehr interessante Thesen gebracht, auch sehr radikale Thesen. Für ihn ist es so, es gibt eine sogenannte Asynchronisiertheit des Menschen mit der Produktewelt. Das hört sich auch super abstrakt an. Das ist parallel zu Simmel vielleicht so zu erklären. Es ist einfach so, die Produkte entwickeln sich schneller und anders als wir und unsere Ideale und wir kommen da nicht so richtig mit. In der Massenproduktionsgesellschaft gibt es immer neue Produkte, die wir auch immer wieder konsumieren müssen. Deshalb werden Moden geschaffen, damit wir die konsumieren und damit wir die auch wollen. Und nach seiner Perspektive besteht der Mensch aus mehreren individuellen Einzelteilen, die sich unterschiedlich schnell entwickeln und das unterschiedlich gut auffassen und in manchen Bereichen eher am Zeitgeist sind und in manchen Bereichen langsamer. Und das ist das, was wir nennen, wir sind nicht synchron mit der Produktewelt, also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Simmel. Dann kommt halt noch hinzu, dass die Einkaufsstraßen zur Schau stellen, was man nicht haben kann. Also wir durch wir immer wieder auch irgendwie Minderwertigkeitsgefühle auch entwickelt und einen Bedarf da irgendwie aufzuholen erzeugt. Der sprach von einer prometheischen Scham, die bedeutet, dass wir uns auch irgendwie mit, also die Maschinen, die vom Menschen ja eigentlich hergestellt sind, da dreht sich das Verhältnis um und die Maschinen beherrschen uns, weil wir eifersüchtig darauf sein, dass die Maschinen, die wir selbst hergestellt haben, so perfekt sind und wir sind es halt nicht. Und die Folge dessen wäre, dass sich der Mensch selbst verdinglicht. In Aussehen, aber auch in Verhalten. Das heißt, wir machen uns zu Maschinen, weil wir ja selbst auch Produkte auf dem Arbeitsmarkt sind. Wir verkaufen uns selbst. Das heißt, wir schminken uns die Menschlichkeit aus dem Gesicht mit Make-up, wir entfernen uns die Haare unter den Achselhöhlen und den Beinen, wir machen uns einfach zu Puppen und zu Produkten oder wir pumpen im Fitnessstudio, das gibt's ja in allen Geschlechterrollen. Und das machen wir halt im Verhalten auch, also dieses, wir zeigen keine Schwächen mehr, wir reden mit völlig überspitzten, da, 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 hey, cool, ja, so, ne? Kennen wir ja alle. Und auch ja, Verhalten, wie man sich halt so zu verhalten hat, Verhaltensnormen, die nehmen wir auch ganz, ganz stark an. Das heißt, es ist eine Überwindung des Leibes und alles wird zu Konsummitteln und auch wir selbst auch. Wir werden ja auch konsumiert auf dem Arbeitsmarkt, bis wir halt irgendwann nicht mehr können.
Und dann kommt halt der Nächste. Für ihn ist es dann so, der Konsumierende, dem sein Besitz wird zum Diebstahl, oder dem sein Besitz und Eigentum, das ist, macht er da zusammen, wird er zum Diebstahl für den Unternehmer, also aus Unternehmerperspektive. Das heißt, wenn wir uns nicht jedes Jahr eine neue Sommerkollektion brauchen, verhindern wir ja im Grunde Profit des Unternehmens und wir widersetzen uns in gewisser Weise diesem Spiel. Der hat sich auch ganz viel mit Medienwelt auseinandergesetzt. Also dadurch, wir konsumieren ja Medien auch durch diese Arbeitsgesellschaft. Wir kommen dann halt irgendwie heim und versuchen dann halt irgendwie so uns irgendwie dadurch unterhalten zu lassen. Und das ist auch in gewisser Weise eine Entfremdung. Also es ist so eine Art Verbiederung. Also es ist so, dass uns das, wir sind der Verbiederung, was nicht Anbiederung ist, sondern wirkt was vertraut. Wir sehen irgendwelche Prominente oder so und wir duzen die. Prominente Filmstars werden in Briefen geduzt, prinzipiell, wenn sie angeschrieben werden. Die kriegen Liebesbriefe. Und das ist auch eine Form der Entfremdung für ihn. Das Nahe wird fern und das Ferne wird uns nah. Also wir kennen irgendwelche Filmstars besser als unsere Nachbarn oder unsere Freunde. Und also das heißt, der Berg kommt zum Propheten, so nennt er das. Und ja, oder zum, die Fußballfans sind total sauer und angepisst, wenn ihr Lieblingsspieler den Verein wechselt. Richtig persönlich betroffen. Dabei macht er nur seinen Job und wurde dann halt befördert. Kann halt jetzt so bei Bayern München spielen und kriegt da halt 5 Millionen mehr im Jahr. So, aber dann ist man richtig persönlich angepisst. So. Und der Manuel oder so. So, also es ist schon absurd, in welche Richtung das da dann geht. Und auch interessant ist, für ihn geht dadurch halt auch, dadurch, dass das zentrale Zuhause nicht mehr der Küchentisch ist, man redet nicht mehr miteinander, sondern der Fernseher. Dadurch wird Sprache zu was, was wir konsumieren, was wir passiv wahrnehmen. Sprache ist etwas, was wir aufnehmen und nicht mehr machen. Also das heißt, es verkümmert, wie auch bei Hannah Arendt, und dadurch verkümmert für ihn auch das politische Bewusstsein. Wir nehmen halt nur noch auf. Dann, ja, und das nennt er dann halt quasi Matrize, also diese Phänomene der Menschen, also wir nehmen, also diese Menschen, die man dann halt duzt, diese vermeintlichen Stars, das sind Phantome. Wir kennen ja nicht den Menschen selbst, sondern wir kennen ein Phantom des Menschen, und mit diesem Phantom kann niemand mithalten. Wenn man sich in irgendeinen Filmstar verliebt, der nie irgendwelche Schwächen im Fernsehen zeigt, weil die ihm rausgeschminkt oder rausgeschnitten werden, da kann der echte Partner nicht mithalten. Aber damit kann auch der echte Brad Pitt nicht mithalten. Auch der kann nicht mit dem Phänomen Brad Pitt mithalten, mit dem Phantom. Und Matrizen sind für ihn die Matrizen der Ereignisse, die wir irgendwie wahrnehmen. Also wir nehmen ja auch nicht die echten Ereignisse da, sondern das Mittel wird wichtiger als das Ereignis selbst. Es ist relativ egal, was tatsächlich passiert, wenn der Post darüber auf Facebook viel mehr Likes bekommt und sich viel weiter verbreitet als das eigentliche Ereignis. Das Mittel, wie etwas verbreitet wird, ist also wichtiger als das Ereignis selbst. Und es wird dadurch, es lügt sich also wahr. Es wird was oft, so oft wiederholt, bis es halt eine Realität erzeugt. Und das heißt, das Ereignis richtet sich auch nach dem Medium. Und das sehen wir, glaube ich, immer stärker. Und die Entwicklung ist immer bedeutender. Und das heißt, diese Massenmedienwelt, die auch aus der Massenkonsum- und Produktionswelt auch resultiert, schafft uns halt irgendwie
dadurch, dass wir dem halt immer mehr folgen und gerade jetzt noch, dass nochmal so ein Medien- und Konsum-Medien-Boom gegeben hat in den letzten Jahren durch Facebook und so weiter und so fort, erscheint es vielleicht nochmal ein Blick nachvollziehbar als damals in den 50ern, als er das schrieb. Und dadurch kann man halt so ein bisschen, also das Bild kann man natürlich so interpretieren im Sinne von, es wird jetzt bewusst irgendwas manipuliert, so Lügenpresse, hahaha, aber das ist gar nicht notwendig, es lügt sich ja selbst wahr. Also es wird da so ein, es wird einfach was oft bloß wiederholt, dazu brauchst du gar keine Verschwörung, um irgendwie die Leute medientechnisch gleichzuschalten. Und noch ein bisschen moderner, dann sind wir gleich mit dem Philosophieblock durch. Das ist Axel Honneth, das ist aber der Einzige, der noch lebt. der hat sich mit Anerkennung auseinandergesetzt. Für ihn war es so, also er ist Professor in Frankfurt, für den ist es so, dass nicht alles ökonomisch zu erklären ist. Und der meinte so, dass die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft auch als institutionalisierte Anerkennungsordnung zu definieren ist. Also auch wenn Märkte diesem Prinzip nicht untergeordnet sind, das war eine Kritik von Nancy Fraser daran, würde dieses halt zum Beispiel erklären, warum Menschen keine Profitmaximierer sind. Also nicht natürlich, aber trotzdem das System so funktioniert. Und sich Menschen, also sie brauchen halt einfach dann was anderes, in diesem Fall Anerkennung, weil von selbst kämen sie vielleicht nicht darauf. Und es erklärt auch, warum es keine Differenz gibt zwischen Anerkennung und Moral. Und es würde auch erklären, warum die Wirtschaft keine eigene soziale Sphäre bildet, nämlich sehr eng mit der Gesellschaft verwoben ist. Also ja, zum Beispiel bei Sekten ist es ja so. Die sind total abgekapselt von der Gesellschaft, haben eine eigene moralische, soziale Sphäre. Und das ist ja bei der Wirtschaft eigentlich nicht so. Die Leute adaptieren die Ideale vom Arbeitsplatz auch mit nach Hause. Also da muss man schon sehr bewusst schizophren sein und sich sehr stark beherrschen können. Ja, das ist jetzt erstmal harter Tobak, ne? Also ziemlich viel Input, so könnt mir auch gerne danach nochmal Fragen zu stellen, ich kann auch gerne nochmal was wiederholen. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen zu den aktuellen Sachen, Beobachtungen, die wir heute auch kennen und erkennen. Wir sind halt jetzt so in der Gesellschaft, die vollständig auf dieser Normarbeit, die am Anfang differenziert und ausgearbeitet wurde, basiert. Unser Rentensystem ist darauf aufgebaut, unser Sozialsystem, unsere öffentliche Ordnung, also Nachtruhe von 10 bis 6 Uhr. Das kapiert man nicht ohne einen Arbeitstag. Also um 5 nach 6 darfst du laut sein, aber um 5 nach 10 nicht. Was soll der Scheiß? Unser Selbstwertgefühl ist darauf aufgebaut, die Psychologie. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir halt eine Automatisierung, gerade im Industriebereich arbeiten ja kaum mehr Leute. Auch selbst in Dienstleistungsgesellschaften arbeiten Leute, Dienstleistungsberufen, nicht Gesellschaften, Entschuldigung, aber dadurch dann auch, arbeiten Menschen tendenziell immer weniger, weil auch selbst da kann man durch Arbeitsteilungen, durch Maschinisierung, durch verschiedene Arbeitselemente Arbeit verkürzen und es werden weniger Leute benötigt durch Warteschleife am Telefon, durch irgendwelche Computerprogramme, mit denen man einfach schneller tippen kann, Rechtschreibprüfungen. Das sind auch, also selbst im eigentlichen Dienstleistungs- und Bürobereich kann man ein bisschen was machen, man kann dann Automaten bestellen im Fastfood-Restaurant und so weiter und so fort. Also die Gesellschaft gerät quasi ins Wanken, wenn wir eine Gesellschaft haben, die auf Normarbeit ausgerichtet ist, in der alles auf Normarbeit ausgerichtet ist, aber die Normarbeit weniger wird. Und wir merken auch, es gibt keinen Staat auf diesem Planeten, der nicht verschuldet ist und so weiter und so fort. Und hier sind wir wieder bei Günther Anders.
diese Einkaufsstraßen und Supermärkte, die uns immer zeigen, was wir nicht haben können oder was wir uns nicht leisten können. Und wir konsumieren und es wird wahnsinnig überproduziert, Sachen werden weggeworfen ohne Ende, es werden neue Bedürfnisse geschaffen durch Moden zum Beispiel. Wir tragen nicht ein T-Shirt so lange, dass es auseinanderfällt oder eine Hose, sondern wir kaufen uns immer wieder neue Hosen. Gesellschaftlich gesehen, vielleicht hier im Einzelfall bei uns ist glücklicherweise nicht so, aber bis es halt irgendwann schmutzig, löchrig, wie auch immer wird. Es werden Bedürfnisse geweckt, die wir vorher nicht hatten, oder wer wusste schon vor 5 oder 10 Jahren, dass er ein Smartphone benötigt, oder vor 15 Jahren überhaupt ein mobiles Telefon. Wobei das ja sogar noch Sachen sind, die einigermaßen nützlich und sinnvoll sind, aber wir benutzen ja auch irgendwie 10 verschiedene Putzmittel, wobei vielleicht 2 ausreichen würden. So, also es ist, ja. Und das hier sind Autos in Spanien, die nicht verkauft wurden. Also es wird einfach viel zu viel produziert und das Zeug wird weggeworfen. Wahrscheinlich könnte fast jeder Mensch sogar ein eigenes Auto haben. Was das jetzt ökologisch bedeuten wird, ist eine andere Frage. Aber es wird künstlichen Mangel geschaffen, Sachen werden weggeworfen. Wir kennen es auch irgendwie mit leerstehenden Häusern auch. Dadurch entstand ja auch erst der Hausbesetzer. Bewegung und so weiter und so fort. Und übrigens 80% der hungernden Menschen kommen aus Ländern, die Nahrung in erster Linie für den Export produzieren. Also das heißt, wir werfen Lebensmittel weg, die in anderen Ländern produziert wurden im großen Stil. 1989, 90 bei der Wiedervereinigung waren über Nacht alle Supermärkte mit Waren gefüllt. Das wäre vielleicht 10 Jahre vorher noch nicht so möglich gewesen. Das hat funktioniert, ohne dass es eine Inflation gegeben hätte, also ohne dass plötzlich die Produkte, also das Geld weniger wert gewesen wäre und die Produkte plötzlich mehr. Also es hat keinen Mangel an Produkten gegeben und das schon 89, 90 und das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. Das heißt, die Produktionsmittel haben sich seitdem nochmal brutal erweitert und schon damals war es eigentlich schon so, dass es überhaupt kein Problem war, irgendwie einen halben Kontinent über Nacht mit Waren zu versorgen, ohne dass irgendwas knapp geworden wäre. Also was da produziert wird und ständig sagen uns irgendwie die Werbung, wir brauchen dies, wir brauchen das, einfach nur aus diesem Grund. Es werden Bedürfnisse geschaffen, das ist eine Bedürfnisschaffungsindustrie. Soziale Konflikte resultieren daraus. Kapital agiert global, Arbeit aber regional. Das heißt, die Unternehmen können immer wieder sagen, ach, hier ist es mir zu teuer, jetzt gehen wir dahin, jetzt produzieren wir in Tschechien. Dann ist es in Tschechien zu teuer, dann geht man halt nach China. Und dann ist es in China zu teuer, dann geht man nach Bangladesch. Und so geht es immer wieder weiter und so kann man auch die Arbeitenden relativ gut gegeneinander ausspielen, weil die nicht so mobil sind. Eine obere Mittelschicht oder Mittelklasse, die ist mobil, die müssen reisen. So, aber die Arbeiter tendenziell erstmal eher nicht. Und wir sehen es ja auch ganz stark. Wer Geld hat, darf reisen und kann reisen. Wer nicht Geld hat, der wird dran gehindert. Und da merken wir ja auch irgendwie, wir hatten ja diesen, bei der Finanzkrise 2008 war klar, so wenn wir uns an die Diskussion da erinnern, oh, der Kapitalismus hat irgendwas, ist schiefgelaufen, Banken und so weiter und so fort. Und dann haben wir so schrittweise, wurde uns dann immer mehr erklärt, nein, das liegt ja gar nicht am Kapitalismus, das liegt an den Armen. Da kam irgendwie Sarrazin und hat irgendwie gesagt, oh ja, das liegt an der ganzen Migration, deswegen geht es uns plötzlich so schlecht. Und jetzt haben wir diese krasse Stimmung irgendwie mit Pegida und so weiter und so fort, wo plötzlich, also darauf muss dann ja erstmal kommen. Also das ist ja absolut kontraintuitiv. Das muss mir ja jemand erklären, dass die Armen an deiner Armut schuld sind und nicht die Reichen. Also nicht diese 1%, die über 50% von allem besitzen und die
99%, die viel weniger. Also nein, das ist kein Umverteilungsproblem, sondern es liegt an den Armen und dass sie hier migrieren und plötzlich wird alles immer restriktiver und Frontex und so weiter und so fort. Okay, das hat auch vorher schon begonnen, aber wir sehen halt einfach die Tendenz, also migrieren darfst du nur, wenn du reich bist und wenn du arm bist nicht, Arbeit soll lokal bleiben. So, dieser Vorteil, den Kapital und Produktion gegenüber Arbeiten hat, der bleibt bestehen und wird stärker. Ja, und so ein bisschen das gesellschaftliche Ideal ist ja der hier. Der schicke Arbeitende, der sich freiwillig ausbeutet. Das gesellschaftliche Ideal hat den Protestantismus ja längst überholt. Wir arbeiten freiwillig gern, voraus einem der Gehorsam. Wir sind beleidigt und sauer, wenn unsere Arbeitskollegen faul sind und nicht arbeiten wollen, wenn sie Urlaub nehmen oder sich krank schreiben lassen. Überstunden abfeiern, wir selbst machen es vielleicht nicht und sind dann sauer. Stress ist ein Statussymbol. Also, es ist total cool und schick, in gewissen Kreisen mal einen Burnout gehabt zu haben, weil das bedeutet ja, dass du dich für deine Arbeit aufopferst. So eine klassische Depression ist da ja eher uncool, weniger schick. Und ja, wir verdinglichen uns im Sinne von Günther Anders. Wir machen uns zu irgendwelchen Produkten, wir kleben uns irgendwelche Sachen unter unsere Hemden, dass man uns so Schweißflecken nicht sieht. Wir schminken uns irgendwie die Augenringe aus dem Gesicht. Wir zeigen halt einfach nicht, dass wir Schwächen haben, weil dann könnten wir ja den Job verlieren. Jemand anderes, der diese Schwächen nicht hat, könnte den Job bekommen. Also wir machen uns zu Maschinen und zu Arbeitssklaven. Und so, der springt jetzt noch über das nächste Mäuerchen und steigt dann in seinen coolen Porsche ein und alles toll und alles schick. Aber der sieht ja tatsächlich von innen eher so aus. Ein Drittel der Menschen, achso, für die Aufnahme, das ist ein abgebranntes Streichholz. Ein Drittel der Menschen ist durch Arbeit gesundheitlich ruiniert. 16% der nicht krankgeschriebenen haben Symptome der Depression. Der nicht krankgeschriebenen. Circa 800.000 Erwerbstätige nehmen regelmäßig Mittel zur Leistungssteigerung. Und zwar, da ist nicht Kaffee und Club Mate drin oder Ginkgo oder so, sondern Piracetam, Methylphenidat, Modafinil, Fluoxetin und so weiter. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, 2020 werden Depressionen an der Spitze der Erkrankungen stehen, die vorzeitige Arbeitsunfähigkeit oder Tod verursachen. Aber auch unter Arbeitslosen sind psychische Störungen die häufigste gesundheitliche Störung. Das deckt sich auch, wo wir wieder zu Marx kommen, auch für Marx sind auch Arbeitslose Teil der Arbeiterklasse, weil auch die darauf angewiesen sind, ihre Arbeit für Lohn zu verkaufen. So, und das haben wir ja auch heute, wir wechseln uns alle ab mit, wir haben einen Job, wir suchen einen Job, wir haben einen Job, wir suchen einen Job. Und wir müssen uns immer auch irgendwie selbst darstellen. Jeder Teil unseres Lebenslaufes und unseres Lebens wird zu einem Teil in unserem Lebenslauf. Wir überlegen, wie wir Sachen, die wir mal gemacht haben, cool darstellen können. Auch eine andere Tendenz der Arbeitsgesellschaft, die wir haben, das sieht man gerade ganz, ganz stark in den USA. Die haben nämlich auch ein sehr dichtes Sozialnetz. Das wissen viele nicht. Das ist halt das Gefängnis. Ja, das ist klar. Also wenn man arbeitslos ist, das ist ja auch klar, dann kommst du, oder wenn du kein Geld hast, kommst du eher in Versuchung, Eigentumsdelikte zu machen oder Drogen zu verkaufen und so. Die allermeisten unserer Straftaten, die wir haben, sind Straftaten, die Arme betreffen und nicht Reiche. Du kannst dich sogar, wenn du Eigentumsdelikte für Reiche machst, sprich Steuerunterziehung, kannst du dich doch mit der Selbstanzeige irgendwie rauskaufen. Das kannst du aber eher nicht machen, wenn du im Supermarkt irgendwie dir was klaust. Da kannst du nicht am nächsten Tag, komm nach übrigens, ich habe gestern 5 Flaschen Schnaps geklaut, hier sind 3. Also, das funktioniert nicht, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Und in den
USA haben sich die Gefängnissachen zwischen 1980 und 1996 verdreifacht und zwischen 1980 und 2000 versechsfacht. Das heißt, zwischen 96 und 2000 haben sie sich also nochmal verdoppelt. Und das ist genau die Zeit des neoliberalen amerikanischen Jobwunders. Hey, die Leute, die Arbeitslosen sind halt jetzt zum großen Teil, also bei 2,2 Millionen, nicht im geringen Teil, also wirklich im großen Teil im Knast. Die sind natürlich auch nicht in der Arbeitslosenstatistik drin. Das sage ich jetzt auch nicht, um irgendwie auf die USA zu schimpfen, sondern ich glaube, das ist ein Modell, das unter Umständen auch in anderen Ländern adaptiert werden kann, weil die halt einfach so einen Modellcharakter haben, das halt andere Länder gerne übernehmen. Hier gibt es halt noch ein bisschen ein anderes soziales Netz. Ich fürchte, dass die Tendenz in die Richtung auch gehen könnte. Das ist allerdings ein relativ teures Sozialsystem. Das ist halt auch die Frage, ob sich das durchsetzt. Dann noch was, das ist Ulrich Beck, der ist gerade erst gestorben. Der wurde eigentlich bekannt für ein Buch aus den 80ern, für das er sich dann später geschämt hat, die Risikogesellschaft. Der hat aber auch einen anderen Begriff geprägt, relativ spät, der sich auch viel mit Gesellschaft auseinandergesetzt, in der die Normarbeit ausgeht. Und der hat von der sogenannten Brasilianisierung des Westens gesprochen. Ich selber bin jetzt hier so ein brasilianischen Rio-Favela da dargestellt, und damit meint er, der will das halt umdrehen oder wollte das umdrehen, dieses Bild. Wir denken ja in Europa relativ stark, wir haben irgendwie ein gesellschaftliches Modell, das Modellcharakter für die anderen hat, und so wie bei uns, so entwickelt es sich woanders auch. Also wir sprechen ja auch von irgendwie der westlichen Gesellschaft, von den entwickelten Ländern, und die anderen sind dann die Entwicklungsländer, die sich halt noch so entwickeln wie wir. Und der meint, nee, es könnte wahrscheinlich gerade umgekehrt sein, weil gerade in diesem Bezug, wir hatten ein paar Jahrzehnte lang Normarbeit, sprich irgendwie jemand hat sein Leben lang irgendwie einen Job gemacht, hat eine Ausbildung gemacht und ist dann durchgezogen. Und er meinte, das sind ganz besondere gesellschaftliche Umstände, die dazu halt geführt haben. Und unter anderem halt auch ein großer Krieg, den es vorher gab. Und dadurch gab es halt mehr Arbeitsbedarf. Und gerade durch die Bauindustrie haben dann auch die ganzen anderen Sachen geboomt. Und das ist eine Ausnahme, das hat es vorher nie gegeben und es wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Und das hat es auch nur regional beschränkt in dieser Form so stark gegeben. Und in anderen Ländern, im sogenannten Drikont, sah das halt einfach auch da schon immer anders aus. Die Leute haben einfach ganz viele Jobs nebenher gehabt, haben halt mal hier das verkauft, mal da das. Und diese Tendenz haben wir jetzt auch, dass die Leute mehr kleine Jobs machen und mehr informelle Jobs, die aber halt noch illegalisiert sind, sprich Schwarzarbeit. Und für den kommt man da also im Kapitalismus auch langsam nicht drum rum, das irgendwie zu normalisieren oder zu tolerieren. Also diese Tendenz gibt es auch im Westen. Ein anderer Punkt durch das, vielleicht habe ich die Folie jetzt zu spät drin, dadurch, dass halt Arbeit regional organisiert ist und Kapital global, das ist übrigens kein Photoshop-Bild, das ist echt. Das sind Flüchtlinge, die versuchen über Zäune nach Europa zu kommen. Ja, dadurch haben wir halt die Situation eine relativ große Migration, Migrationsströme, auch sogenannte Armutsflüchtlinge, was ich nicht weniger berechtigt finde, als irgendwie vor Krieg zu fliehen. Aber auch Krieg entwickelt sich ja auch meistens in Regionen, in denen es auch vielen Leuten oft auch schlecht geht. Andere halt versuchen, irgendwie was umzuverteilen, weil irgendwie Ölquellen befreit werden müssen oder so. Und dann fliehen Leute und versuchen, nach Europa zu kommen. Und ja, dieses Bild zeigt für mich relativ stark auch einen großen sozialen Konflikt auch. Also da sieht man halt einfach unten die Leute, die Golf spielen und sich nicht darum kümmern, dass da Leute aus der größten Armut fliehen. Dann noch ein bisschen was Motivierendes, weil ich euch jetzt ja alle so ein bisschen runtergezogen habe. Also ich meine, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, so wie sie ist, dann macht sie einen traurig und frustriert und dann ist sie ziemlich ätzend und beschissen.
Aber es geht ja auch anders. Und Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ein paar Leute aus Frankfurt, damit werden der Schienenvertrag, deshalb werdet ihr das schon kennen. Die haben dann berechnet, wenn man alle Arbeit auf alle Leute verteilen würde, relativ gleichmäßig, also auf alle Leute zwischen 20 und 60 relativ gleichmäßig verteilen würde, und wenn man auch irgendwie so, ja, unnötige Arbeiten rausziehen würde, also für die war es so, wenn man Arbeit reduzieren würde, dann ist es auch von unserem Gesellschaftssystem nicht zu trennen, das heißt, dann, die haben aus ihrer Berechnung, wie viel Arbeit man bräuchte, wenn man es gleichmäßig verteilen würde, haben sie alle Arbeiten, die nur im Kapitalismus Sinn ergeben, auch rausgekürzt, wie zum Beispiel Steuerberater, manche Formen, meisten Anwälte in dieser Form auch viele Aufgaben der Polizei, Börsen, Arbeiter, Banker und so weiter und so fort. Und dann haben sie halt noch versucht, das gleichmäßig zu verteilen und kamen auf eine, Achtung, 5-Stunden-Woche, nicht 5-Stunden-Tag. Und meinen sie halt, okay, in dieser Form, da der Mensch auch gar nicht untätig sein kann, es ist nichts anstrengender als nichts zu tun, ist es einfach so, dass der Mensch dann auch, dass es im Grunde eine 0-Stunden-Woche wäre und dass man durchaus politisch eine 0-Stunden-Woche fordern könnte. Das haben sie übrigens mit dem Produktionsstand und dem Lebensstandard von 1990 gemacht und den Daten des Statistischen Jahrbuchs von 1987. Also wenn sich die Produktion noch weiterentwickelt hat seitdem, wovon wir ausgehen können, sind wir vielleicht sogar noch bei weniger als einer 5-Stunden-Woche. Auch irgendwie typische Argumente von wegen, oh, der Mensch, der könnte doch nie mehr so wenig arbeiten, weil er ja so egoistisch ist. Dann sagt er, ja, eben genau deshalb, weil der Mensch ja egoistisch ist. Gerade, dass der Mensch so viel arbeitet, ist ein Zeichen dafür, dass er gar nicht so egoistisch ist. Aber gerade wenn der Mensch egoistischer ist, will er ja weniger arbeiten. Und finde ich ja auch gut, wenn es die anderen nicht tun. Und ja, auch es gibt auch relativ aktuelle Belege, naturwissenschaftliche Daten, die ja auch stützen, dass zum Beispiel unter Stress die Menschen weniger sozial sind und sich weniger um andere kümmern, wenn sie im Arbeitsstress zum Beispiel sind. Es gibt auch der hat, die haben damals schon vor 20 Jahren gesagt, dass Menschen in einer Gesellschaft, in der sie weniger unter Stress sind, wahrscheinlich auch freundlicher sind. Und das ist auch ganz aktuell mit Daten von den letzten 2, 3, 4 Jahren auch gestützt. Es ist auch zum Beispiel so, dass sogenannte Psychopathen, kann man darüber debattieren, ob es so in dieser Form gibt, aber halt Leute, die relativ wenig Einfühlungsvermögen gegenüber anderen Menschen haben, die da halt irgendwie gehemmt sind, warum auch immer. Die liegen wohl im Bevölkerungsanteil bei ungefähr 1%, in Managementpositionen bei 2%, also doppelt so hoch. Das heißt, die setzen sich durch und das ist auch in gewisser Weise das gesellschaftliche Ideal, das transportiert wird, weil wir, wie gesagt, wir haben keine Unterscheidung zwischen der sozialen Sphäre und der Arbeitssphäre und zwischen den Idealen und den gesellschaftlichen Idealen und den Arbeitsidealen, vor allem bei Axel Honneth und auch bei Günther Anders und Anna Arendt schon drin. Das heißt, das sind die coolen Leute, wie wir sie da eben mit dem Schlips und Hemd gesehen haben. Die geben so in gewisser Weise auch ein gesellschaftliches Ideal vor. Wer nur an sich denkt und nicht an andere, das ist ein gesellschaftliches Ideal und jetzt hier im Kapitalismus, und das nimmt auch nicht ab, sondern wird immer mehr zum Selbstläufer und immer krasser. Und demnach wäre auch eine Gesellschaft, in der die Arbeit, und da bin ich auch der Überzeugung von, in der die Arbeit weniger bedeutend ist, auch eine deutlich humanere und nettere und freundlichere Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man reist und in Länder geht, die zum Teil noch vorindustrialisiert sind, kommt man so in etwa auch, kann man auch auf eine Ahnung kommen, wie das mal gewesen sein könnte. Und in diesem Sinne, für ein Recht auf Faulheit, und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Wollt ihr gleich diskutieren oder wollt ihr erstmal Luft schnappen und das? Oder wollt ihr überhaupt diskutieren? Ja, aber nach dem Rauchen oder? Ich würde es eher jetzt machen, oder? Also dahin hat halt gerade jemand genickt bei Pause. Aber wenn das für niemanden ein Problem ist, kann auch hier drin geraucht werden. Wenn hier jetzt nicht Leute sind, die sich davon gestört fühlen. Hört es jemanden? Wenn jetzt nicht alle anfangen zu rauchen, ist es okay. Wenn es okay ist, würde ich auch noch das Mikro anlassen für die Diskussion, weil da manchmal spannende Beiträge bei rauskommen. Oder ist es irgendjemandem nicht recht, dann mache ich es aus. Ihr müsst es auch nicht sagen, ihr könnt auch einfach nur nicken, dann wird es sich aufgehen. Ich kann es auch löschen. Wir müssen unseren Namen nicht machen. Eben. Dann lass es an, okay? Gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge? Gibt es irgendwas, was euch gestört hat oder ganz besonders gefallen oder was noch nicht klar geworden ist? Also, ist so ein Gedanke halt, ist jetzt weder eine Frage noch ein Kritikpunkt. Also, was jetzt dieser Günther Stern war, glaube ich, so seine Vorstellung, wie er halt praktisch diese Zerteilung des Individuums halt und diesen gesellschaftlichen Input, der da praktisch kommt halt, wie du das dargestellt hast, ist mir jetzt irgendwie so gekommen, dass das praktisch diese gesellschaftliche, also der gesellschaftliche Druck, der so vorherrscht, auch jetzt noch natürlich, geht ja eigentlich genau die umgekehrte Richtung oder wirkt jetzt auf mich auch so, wie das, was Marx und Engels halt beschrieben haben, nämlich dass so das Sein das Bewusstsein bestimmt, sondern so sieht das ja eher aus, als wäre die Tendenz da, dass das Bewusstsein zumindest das Sein bestimmen soll halt. Also dass dadurch, dass man, wenn man die ganze Zeit durch Werbung oder so vermittelt kriegt, man muss so oder so sein halt, oder auch wie es jetzt aktuell so ist, dass sich Leute in sozialen Netzwerken oder so immer nach ihrem Standard, nach dem Idealbild so zeigen und darstellen halt, um damit wieder zu suggerieren, ob das jetzt der Fall ist oder nicht, sei mal dahingestellt halt, dass er halt für den Arbeitsmarkt oder auch für die Gesellschaft generell kompatibel sind halt. Also denke ich, ist halt das eher so ein Druck, der so in die Richtung laufen soll, dass man praktisch so einen Mensch so macht, wie man ihn braucht halt. Also auch wenn das unbewusst ist halt, und ein Resultat ist aus unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System, denke ich, dass das auch mit einem Grund ist, warum diese, was du eben gemeint hast, dass jetzt infolge der Krise halt praktisch die Probleme für die eigene Armut bei anderen Armen gesucht werden und nicht, nicht halt dort, wo sie wirklich halt eigentlich zu suchen sind. Also ich denke jetzt halt, dass das auch daraus resultiert, dass sich die Leute halt praktisch so eine eigene Identität zusammen konsumieren halt. In dem Fall zum Beispiel, ich bin Deutscher halt, bin hier jetzt der arbeitende Teil der Gesellschaft, was man ja oft hört, oder auch ich gehöre halt zu Deutschland, weil ich Bio-Deutscher hier geboren bin und dadurch halt praktisch mich mit diesem Konstrukt identifiziere, dass halt so einen großen Anteil an Wirtschaftlichkeit in Europa bringt halt und damit praktisch ja praktisch so Europa finanziell mitträgt. Das sind ja die Argumente, die man immer hört. Ich denke, das hängt auch stark damit zusammen, dass halt so diese Entfremdung halt stattfindet und so eine so sich so eine Identität zusammenkonsumiert wird und so ein potenzielles Sein halt durch ein Bewusstsein, das von außen so reingedrückt wird halt. Bestimmt wird. Oder man sich selbst halt so wahrnimmt. Wärst du zu deinen Thesen oder wie du das aufgefasst hast, auch gar nicht viel sagen, außer vielleicht so zwei, drei Punkte, wo ich vielleicht überlege, ob die vielleicht also wie die halt von den Autoren halt genannt wurden, ob ich so vielleicht ein bisschen falsch vermittelt habe. Also für Marx und Engels wäre das halt so gewesen, unsere Ideale
die sind aufgrund dieser materiellen Grundlage, so aufgrund dieser Überschussgesellschaft und so, haben wir jetzt halt einfach diese Ideale für die. Und das hat auch Günther Anders und auch Hannah Arendt haben es zum Teil durchaus übernommen. Die haben das halt einfach, das einfach nicht so ganz platt gesehen, dass nur das Sein das Bewusstsein bestimmt, sondern dass es da durchaus eine Wechselwirkung gibt, wie das die meisten Philosophen so gesehen haben. Aber trotzdem hatten die auch diesen Standpunkt, dass die materielle Grundlage unsere Ideale bestimmt. Und das ist ja auch relativ stark der Fall. Also auch dieser Individualismus, der kommt, oder kollektive, also dieser inhaltsleere Individualismus, der sich auf Darstellung bezieht, der kommt aus einer Konsumgesellschaft, und die Konsumgesellschaft kommt aus unserer Form der Produktion und aus unserer Form der Überproduktion und so weiter. Und da sind die auch eigentlich relativ nah an Marx. Trotzdem gibt es natürlich auch idealistische Elemente, wie sich halt irgendwie Ideen halt auch weitertragen. Also es hat immer eine Wechselwirkung, also eine gewisse dialektische Wechselwirkung. Was war der zweite Punkt noch, den du dann später gegen Ende noch? Also ich bin halt, damit hat dann den Sprung dazu gemacht, dass halt praktisch diese Verteilung des Individuums, halt die Zerstückelung des Individuums, das Ideal halt praktisch die Konsumgegenstände, die man konsumiert halt, ne, von Günter Stern, dass das praktisch so ein ausschlaggebender Punkt ist, der praktisch nochmal so die eigene Identität halt mitbestimmt. Hat das auf mich gewirkt, dass das so eine These von Günter Stern auch war, dass der Mensch versucht, sich die ganze Zeit zu optimieren, um halt dann mitzuhalten. Und deswegen auch so mein Bezug von, dass das Bewusstsein, dass der Druck in die Richtung läuft, dass das Bewusstsein das sein muss. Und danach bin ich halt auf dieses mit der Identifikation halt, bei der Konsumierung einer individuellen Identifikation oder das will ich auch gerne sagen. Ich wollte noch mal genau auf die Krise noch angehen. Dazu hattest du ja auch noch was gesagt, dass wie ich versuche das auszuführen, ich finde erstmal in der Krise war es erstmal so, dass die Menschen relativ leicht und intuitiv auf so eine System- und Kapitalismuskritik erstmal kamen, wenn wir uns die Debatten und die Zeitungsartikel damals ansehen. Und das ist so wirklich fast schon wie gelenkt, also so kampagnenartig sich so schrittweise gewandelt hat. Und abstruse Thesen wie die von Sarrazin kommt man, glaube ich, auch eigentlich nicht von selbst. Und das war so ein Entwicklungsprozess, dass es jetzt plötzlich so ein dominierendes Erklärungsmuster geworden ist. Und ich glaube von selbst, also es war jetzt nicht erstmal so, dass das war die Krise und die Leute haben Flüchtlingsheime angezündet, sondern es war eine Krise und die Leute haben erstmal demonstriert und waren erstmal sauer vor allem global. Also auch in Griechenland war es ja erstmal ein relativ großer linker Prozess. Plötzlich zuerst gab es einen starken Linksruck und da wurde ja da auch schon mal Syriza ganz stark links gewählt. Dann wurde irgendwie erklärt, dass es so nicht geht, dann gab es eine Neuwahl und dann dann kamen die Konservativen an die Macht, dann kam irgendwie die Goldene Morgenröte, die Faschisten. Und dann gab es aber plötzlich, hat man halt gemerkt, das sind auch alles Idioten und die Konservativen haben es noch viel schlimmer gemacht und die Sozialkürzungen, deshalb wurde es auch wieder links gewählt. Aber es gab zuerst mal einen Linksruck und dann einen Rechtsruck und das, finde ich, ist eine ähnliche Entwicklung, wie man es auch in Deutschland sieht, wenn ich mir die Debatten damals von 2008, 2009 angucke. Und danach dann halt irgendwie, dann kam Sarrazin und jetzt brennen die Flüchtlingsheime und alle Leute sind super patriotisch, dann kam auch die WM dazu. Das ist so eine Entwicklung und ich glaube, auf die kommt man erstmal nicht von selbst und das ist, glaube ich, ganz interessant, das so ein bisschen zu beobachten.
wenn sich niemand meldet, ich meine, wir können gerne so Diskussion führen. Ist es okay, wenn ich jemand anderes vorlasse? Oder bist du? Ich habe drei kurze Sachen. Zum einen, also ich habe leider den Anfang vom Vortrag verpasst. Ich weiß nicht, wie weit du auf die reproduktive Arbeit und die Geschlechtergeschichte bei Arbeit eingegangen bist. Warte, also auch wichtig für die Definition von dem, was wir heute unter Arbeit verstehen. Da sieht es jetzt zum einen so aus, dass im Laufe der Zeit viele, also praktisch unbezahlte Arbeit war, wurde ja dann schon in Berufe gepackt. So, das ist halt viel. Das heißt, du hast hier die, das Bürgertum holt sich halt, ja, migrantische, teilweise illegalisierte Arbeiterinnen, die ihnen den Haushalt machen und so weiter. Und gleichzeitig ist es auch so, dass also wenn du sagst, die Ideologie wäre, dass die Leute sich alle so recht, also dass sie entdecken sollen und nicht auf andere kacken, dann ist es aber in den Pflegeberufen, sozialen Berufen ja genau andersrum zum Teil. Das heißt, du sollst möglichst selbstlos sagen, bloß nicht streiken, es wird überhaupt kein Verständnis dafür, dass dein Krankenhaus gestreikt wird. Ja. Und das sind aber dann letztendlich auch die Arbeitsfelder, wo du sowieso nicht sonderlich aufsteigen kannst. Sie sollen da egoistisch sein, wenn es nicht auf Kosten irgendwie des Unternehmens ist. Also das ist ja nicht nur im Pflegebereich oder so, sondern auch irgendwie die Zugführer sollen auch nicht streiken, Arbeiter, die sollen alle nicht streiken, also überall, wo es halt irgendjemandem schadet und wenn es niemandem schadet, dann schadet es den Unternehmen und der Wirtschaft. Also diese Hetzkampagnen, die kommen dann schon immer. Also man soll egoistisch sein, wenn man irgendwie nach oben strebt oder wenn man irgendwie erfolgreich sein will, aber wir sollen nicht egoistisch sein. Was mir noch als drittes eingefallen ist, weiß ich auch nicht, ob das heute am Anfang erzählt ist, dass halt viele Sachen, die früher nicht den Markt unterworfen waren, beziehungsweise nicht kaufbar waren, zu Waren geworden sind, dass du dir teilweise inzwischen Freunde, Saufkumpane auf jeden Fall kaufen kannst. Mhm. Das heißt, dass die Krise der Arbeitsgesellschaft, dass eben dadurch ausgeglichen wird, dass Sachen, die vorher eben nicht über Kaufen und Verkaufen liegen, inzwischen halt. Also das heißt, früher hast du mit deinen Freunden gesprochen, wenn du Albträume hattest, und inzwischen ist es für ganz viele Leute üblich, das dann Psychotherapie zu machen, gleichzeitig auch irgendwelche Sachen dann zu machen, also ja, Antidepressiva oder so zu nehmen, wegen Sachen, wo früher kaum jemand auf die Idee gekommen wäre. Das ist auch an Arendt ganz stark, oder stimmt auch schon bei Marx mit. Dann eine Arbeitsgesellschaft ist immer auch eine Konsumgesellschaft, das heißt, alles wird zum Produkt und alles wird konsumierbar. Auch unsere Freizeitvorstellung, alles kannst du halt irgendwie plötzlich kaufen, auch Sachen, die vorher irgendwie kostenlos angeboten sind, die werden dann erstmal wird das verdrängt und dann wird es zum Verkaufsargument, also zum Beispiel auch irgendwie, die ersten Supermärkte waren teuer, du konntest im Dorf plötzlich zu einem Laden gehen und alles an einen Ort kaufen. Du musstest nicht mehr irgendwie, konntest nicht nur mittwochs, wenn der Kartoffelmann vorbeigefahren ist, der die Kartoffeln holen oder auf dem Markt, sondern plötzlich gab es alles immer beim Supermarkt. Das war dann sogar noch teurer, dann wurden die Sachen immer billiger und immer mehr Massenproduktion und chemisch hergestellt und dadurch auch verbilligt. Und plötzlich kommen da wieder die Sachen, die durch die Supermärkte verdrängt wurden, nämlich irgendwo im Freien angebaute Produkte, halbwegs biologisch, das kommt dann plötzlich wieder, aber als Verkaufsargument und teurer. Plötzlich kostet die Bio-Kartoffel deutlich mehr. Die Sachen, die man halt früher sich aus dem Garten gezogen hat, wir haben es mittlerweile verlernt, das irgendwie zu machen, oder? Ja, genau, oder Freunde kann man sich auch mehr oder weniger kaufen. Es wird alles zum Konsum geburt und es wird auf jeden Fall auch noch verstärkt zunehmen. Apropos Konsumgut, wir haben wieder vergessen, Spendendose rumzugehen. Das ist ja natürlich eine freie, kostenlose Veranstaltung, aber der in prekären Arbeitsverhältnissen lebende arme Schlucker, der hier referiert, freut sich natürlich, wenn ihr ihm auch ein bisschen was nach eigenem Ermessen beisteuern könnt. Als Beleg der These, die ich eben hatte. Zum einen finde ich ja nicht, dass das was ich gesagt habe, dagegen spricht,
weil jetzt der Grund, wie sich das nach der Krise entwickelt hat, durch Hetzkampagnen so von rassistischer Seite, Sacherziehung und so weiter, spricht dem ja nicht unbedingt entgegen, dass halt so ein Druck da ist, durch das Bewusstsein halt auch das Sein halt mit zu bestimmen halt oder so. Ob der jetzt unbewusst ist halt, oder im Endeffekt dadurch, dass man Marken an den Mann ziehen will halt, oder ob der irgendwie halt bewusst durch rassistische Kampagnen herbeigeführt wird, vielleicht auch nur noch Politik zu legitimieren, wie gerade die Griechenland-Politik halt oder so. Wird ja immer stark auch in Medien halt gewisse rassistische Stereotype und so verwendet. Allerdings finde ich halt so die Erklärung, dass, oder die Deutung, dass es halt die Menschen erst intuitiv eher links sich verhalten haben, Wahlverhalten oder auf Demonstrationen, finde ich ein bisschen problematisch, gerade was Griechenland und Deutschland angeht. Weil ich denke, so als Protestwähler ist es erstmal leichter in Deutschland halt, ohne sich gesellschaftlich halt zu isolieren halt, links zu wählen, wie die NPD oder so. Also mit AfD und mit dem generellen rassistischen Diskurs ist das nochmal was anderes, aber 2008 habe ich das auf jeden Fall noch so wahrgenommen. Und ich denke, in Griechenland ist das auch ähnlich, wegen der Militärdiktatur und so weiter. Wenn man jetzt allerdings in osteuropäische Länder sich das anschaut, ist dieser Effekt ja nicht da halt. Also da ist ja wirklich schon, gibt es viel weniger Berührungsängste oder auch in Polen sowas bei Massendemonstrationen mit nationalistischen Gruppen oder schon von Anfang an direkt halt so. Und also ich glaube, das ist halt was sehr Spezifisches halt, was auch was auf die Länder ankommt. Ich finde die Frage halt interessant, dass wirklich so wenig also so wenig eine Form von Klassenbewusstsein halt da ist und dass sich die Werte, also Kropotkin hat ja auch noch geschrieben, als er frühere Gesellschaften beschrieben hat, gemeint und auch zu seiner Zeit noch, dass in den armen, in den Arbeitervierteln und den armen Bereichen die Solidarität höher ist unter den Arbeitern und so weiter. Auch die Gesellschaft, der gesellschaftliche Umgang miteinander ein anderer ist. Also ich nehme das jetzt nicht so wahr. Ich glaube halt nicht, dass wirklich diese Werte von der materiellen Situation wirklich bestimmt werden, sondern ich glaube, dass sich die Werte in unserer Gesellschaft unabhängig vom wirtschaftlichen Stand halt relativ wenig unterscheiden und dass die alle auf dieses auf unsere kapitalistisch-wirtschaftliche Gesellschaftsform halt angepasst sind. Warum ist es in Osteuropa anders? Sie hatten doch eine vermeintlich linke Gesellschaft und sind jetzt von der enttäuscht und plötzlich, also da, die hatten doch erstmal einen Linksruck, bevor sie jetzt einen Rechtsruck haben. Und das wird sich ja auch mit den Kropotkin und so deuten, der erstmal sagt, erstmal sind jetzt die Leute nach links und jetzt mittlerweile nicht mehr. Das deckt sich auch mit Hannah Arendt oder anders, beziehungsweise Stern. Mit den Thesen, dass die Leute halt irgendwie ihr kommunikatives und handlungsfähiges Element immer mehr verlieren, je länger eine Arbeitsgesellschaft existiert und je mehr wir dadurch dann auch individualisiert und isoliert werden. Ja, wobei auch da vorher... Also mein Kropotkin war vor 100 Jahren, ja, klar, 120. Also, ja, also ich meine jetzt in Russland vorher war, das ist jetzt auch schon fast 100 Jahre her, aber es ist jetzt... Da war ja auch das Zarenreich halt und sowas. Also ich habe nur gemeint, dass ich halt so... Also es sind nur Modelle, ne? Also es sind nur Ideen und deshalb habe ich... also ich merke, wenn ich solche Bücher lese, ich verstehe dann manchmal, also man versteht es auch nicht immer, aber ich habe dann ganz oft das Gefühl, okay, so wenn man in Gedanken eintaucht, so... da kommen Erklärungsmuster, auf die man vielleicht so nicht von selbst kommt und mit denen man relativ weit kommt. Und deshalb finde ich auch so irgendwie, also ich habe das Gefühl, bei Hannah Arendt, wenn ich sie, also egal welches Buch ich von ihr gelesen habe, da habe ich unheimlich viele Aha-Effekte, weil das einfach Modelle sind, mit denen ich finde, man ganz, ganz viel sich auch erklären kann. Arbeitshypothesen, die einfach... überraschend
weit greifen. Das, da geht es ja nie irgendwie um richtig und falsch. Und ich bin sowieso kein Mensch, der irgendwie so von objektiven Wahrheiten ausgeht. Das hat Marx zum Beispiel durchaus getan. Trotzdem finde ich seine Kapitalismuskritik sehr, sehr stark und sehr gut durchdacht. Aber es erklärt halt meines Erachtens auch nicht alles. Ihr hörtet den Mitschnitt der Veranstaltung Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit Teil 3. Arbeit in der Philosophie, Erfassung eines gesellschaftlichen Problems und utopische Ausblicke. Organisiert von der anarchistischen Gruppe Neukölln und der anarchosyndikalistischen Jugend Berlin im Juli 2015. Der Blog des Referenten heißt ohnearbeit.blogsport.de.